Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabellum. Mein Gegner hat ein paar Punkte mehr als ich. Mal gucken, wie gut das läuft. Ich bin gerade schon am Überlegen. Ich bin ja mittlerweile echt ein großer Fan von den Marksmen. Start ist gar nicht mal so schlecht, aber das Aerial-Ding ist auch sehr nice. Ich nehme das Aerial. Hier ist auf jeden Fall angenehm, jetzt hier Fangs direkt zu haben. Das gefällt mir sehr gut. Genau, die Frage ist halt immer, was man jetzt erwartet, was noch dazu kommt oder halt auch nicht. Also ich könnte natürlich noch mal ein paar Crawler dazu packen, die würden auch sehr gut funktionieren gegen das, was er hat. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich mir fast, dass ich das machen werde. Arklight wäre natürlich auch eine Idee gewesen, gell? Keine Frage. Wir machen das mal so. Irgendwie so. Wobei ich bin hier gerade noch ein Ticken zu weit. Irgendwie exzentrisch. So sieht's ganz gut aus, denke ich. Let's go. Er hat sich jetzt hier Stormcaller geholt. Dagegen war jetzt die Crawler natürlich ein sehr guter Call. Und sie scheinen auch zu funktionieren, ja. Die Stormcaller ist natürlich der absolute Counter gegen die Fangs, keine Frage. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass es gemacht hat. Aber jetzt hier mit Hilfe der Sledgehammer und Crawler soll ich es auf jeden Fall gewinnen. Hier sind genug da und hier werden die an der Seite auch alle überleben, um die Phoenix runterzuholen und die Pastor am Corderhol halten mich da nicht mehr auf. Wunderbar, erste Runde gewonnen, aber das heißt ja noch nichts. Dies heißt ja noch gar nichts. Jetzt gibt es die super Arclight. Fällt mir gerade nicht so gut, weil das für ihn eine sehr gute Einheit ist, glaube ich. Was würde ich denn holen, wenn ich mir jetzt keine Arclights holen würde? Phoenix würden sich auch sehr anbieten. Ja. Ich habe die Arrow deswegen. Machen das mal so. Der hat sich jetzt geholt. Das Tech-Ding, okay. Hat aber dementsprechend nur Kleinscheiß geholt, ne? Meine Phoenix stehen auf jeden Fall hinter meinen Fangs. Und da sollte es eigentlich ganz gut funktionieren, genau. Sieht man auch auf der anderen Seite ganz gut. Und man sieht auch schon, ich könnte durchaus die Crawler nochmal eine Ecke schneller wegräumen. Das wäre nicht falsch. Die Brandbombe. Ja, die ist schon sehr stark, die Runde, für beide Seiten. Ich denke fast, dass er versuchen wird, mir die vor die Nase zu werfen. Ich mache das einfach mal so. Hol mir weiteres
So, Phoenixe. Pack die mal hier in die Mitte. Schalte mal die Arc Lights frei. Und hol mir noch Damage dazu. Okay, habe ich anscheinend genau richtig geraten. Also ist glücklich, dass ich die Seite erwische, wo er kein Schild setzt. Hat er sich geholt? Nix, nur Geld. So, jetzt kann ich theoretisch nochmal Panzer auf der Flanke spielen. Oder halt wirklich Arclets auf der Flanke wird auch funktionieren. Aber man sieht auf jeden Fall hier ganz gut, dass die Mustangs ein Problem sind. Ist kein Riesenproblem. Ja doch, eigentlich sind es ein Riesenproblem. Ich habe jetzt hier nur gewonnen, weil ich das Feuer gehabt habe und dann hier halt den Debuff auf ihm drauf hatte. Also die Runde hätte ich tendenziell verloren, weil die Mustangs an der Stelle einfach sehr stark waren. Also muss ich irgendwie auf der Flanke nachjustieren. Also eine Möglichkeit wäre, noch Arclets zu holen, die ich mir freigeschaltet habe, verbessert. Aber ich glaube, geht eher in eine andere Richtung. Ja, der Missile Strike ist schon ganz nett. Den nehmen wir mit. Bessere Panzer brauchen wir immer. Bessere Phoenix. Muss ich mir gerade noch überlegen. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie auf jeden Fall gegen den potenziell kommenden Missile Strike dann überleben würden. Aber ich weiß noch nicht so sicher, ob ich das haben möchte. Ich könnte es mir aber einfach leisten, gell? Ich könnte allerdings auch noch ein... Ja doch, wir machen das einfach mal. Ich glaube nicht, dass... ist die Frage, ob er es ein Schild setzt, gell? Könnte schon sein. Das könnte schon sein. Macht er sogar. Hat meine Fangs weggeballert. Okay. Also ein Missile Strike, wobei jetzt die Frage, ob der ist besser, weil er hat meine Fangs weggeballert. Aber ja. An sich werden jetzt auch sehr gut werden, einfach jetzt Stormcaller, ehrlich gesagt. Wobei die Panzer es aktuell auch ganz gut machen. Ich glaube, ich werde noch ein paar Stormcaller dazu holen, weil jetzt hat er halt einfach maximal viel Luftabwehr gebaut. Und da braucht man dann doch mal was gegen. Leider hat es noch ein Ticken zu viele Mustangs über. Und der Debuff hilft natürlich auch nicht sonderlich. Wenn der Debuff nicht wäre, dann wäre es eh gar kein Problem gewesen. Dann wäre ich hier schon lange durchs Schild durch. Ich hoffe, dass ich das Schild zumindest noch down kriege. Sollte ich aber hinkriegen. Ja. Ist okay. Eine Runde kann man auch mal ein bisschen verlieren. Ja. Also ich könnte jetzt überlegen, also ich hätte eigentlich überlegt, in Richtung Overlord zu gehen. Deswegen hat hier auch freigeschaltet. Aber ich denke jetzt mittlerweile, es macht eigentlich keinen Sinn. Ja, jetzt gibt es auch noch das Upgrade. Aber nein, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich könnte es mir holen für später, aber die sind auch... Ja, ich mach's, es macht keinen Sinn. Halt mir einfach fest, es macht keinen Sinn. Die haben auch schon Reichweite. Das hat die aus Outrange die immer noch. Ich hole mal die besseren Missiles einfach, weil es nichts kostet. Also halt nur 50, besser gesagt. Kann man schon mal machen. Ich denke, jetzt brauche ich einfach hier die Stormcaller und Gutes. Vielleicht auch ein paar Schilde. Gar nicht mal unbedingt, ne?
Ja, ist okay. Ich glaube, dass Mechanical Rage ganz gut wäre. Das Feuer kann aber eigentlich auch nur gut sein. Ja, göttlich. Das Feuer ist göttlich. Meine ganzen kleinen Viecher, okay, habe ich noch ein paar Fängste, die sterben jetzt vielleicht in meinem eigenen Feuer, aber die werden jetzt eh weggeballert. Von daher, die würden eh nicht mehr lange leben. Es verbrennen ein paar von denen, aber es verbrennen so viele von seinen Einheiten. Ich habe meine Phoenix schon wieder falsch aufgestellt, merke ich gerade. Ich merke gerade, dass er doch relativ viel Phoenix mittlerweile hat. Da muss ich vielleicht doch mal was gegen machen noch. Oh, ich verliere die Runde. Das ist nicht so göttlich. Ich dachte, das ist ganz schön schlecht sogar. Ja. Okay. Gut, ist halt die Frage, wie ich jetzt damit umgehen möchte mit der Luft von ihm, mit den Lufteinheiten. Ich könnte es natürlich auch einfach Air-Units holen. Der Iron Blast oder der Storm. Ich hole den Storm, den Lightning Storm. Kurz mal rechnen. Wenn ich jetzt 600 ausgebe, kann ich noch drei Schilde setzen. Ich glaube, ich mache das, ja. Denke, dass er hier drüben ein Schild setzen wird, aber hat er halt noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall meine Artillerie behalten. Er hat natürlich das Schild gesetzt, keine Frage. Es hilft ihm natürlich, aber seine Phoenix verliert er trotzdem. Was passiert denn eigentlich immer mit meinen ganzen Panther? Die sterben einfach wahrscheinlich. Ja? Jetzt habe ich seine Phoenix einfach outtankt. Er knallt mir jetzt leider das Schild ab. Ich habe leider auch nicht mehr allzu viele Phoenix auf der Seite, aber es reicht anscheinend gerade noch so. Ah, okay, er hat mir zwei Schilde zerstört, das ist natürlich ärgerlich. Das Giant Hunter jetzt zu holen, macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. Großartig. Ich überlege das tatsächlich, mir jetzt Overlords und Wespen zu holen. Da bräuchte ich aber allein 5, nee, 600 für Upgrades. Das klappt schon gar nicht mehr. Ich könnte erstmal die abgespeckte Variante davon machen. Ne? Na gut, ich brauche auf jeden Fall nichts von dem, was es hier gibt. Und da lassen wir es einfach auch mal. Er hat jetzt auch den Strike da. Den wird er wahrscheinlich auch ausgeben. Aber es macht ja in jedem Fall Sinn, hier die ganzen Einheiten abzugraden. Vielleicht wird es auch mehr so eine Upgrade-Runde. Ja, ich denke, dass ich jetzt das Feuer mal hier vor irgendwie. Weil er wird eh wieder hinten Schilde machen. Also hat er ja schon sowieso, genau. Ich setze da sogar hier vorne Schilde hin. Der Phoenix hat noch nicht gelevelt, das heißt, den kann ich mir einfach holen. Müsste ich so eigentlich auch noch mit erwischen. Das muss ich mich mal wieder ein bisschen beeilen. Und
Und ich hole mir tatsächlich einfach weitere Stormcaller, weil die eigentlich ganz gut funktionieren. Okay, ich habe noch super viel Geld über. Nicht optimal. Ein bisschen Adler verbrennt ist schon mal gut. Könnte aber sein, dass meine Phoenix leider alle sterben. Wo sind die denn eigentlich alle? Die sind schon alle gestorben anscheinend. Ja, ich brauche Phoenix Range anscheinend. Okay, das ist nicht so schlau gewesen von mir. Beziehungsweise ich brauche nicht unbedingt Phoenix Range, ich brauche einfach vor allen Dingen Distraction für ihn. Mal gucken, ich habe jetzt sehr viel Geld über, weil ich letzte Runde nicht alles ausgegeben habe. Na komm. Da wird die Schilde überleben, zwei Stück zumindest. Das ist gut. Ich mache jetzt den Phoenix Wespen Spam. Den packen wir maximal weit hinten hin. Wobei, ist eigentlich Quatsch, gell? Ja, wobei, ist eigentlich richtig. Er soll auf keinen Fall an den Viechern sterben. So. Kredit ausgeben, Reichweite ausgeben. Das hier ausgeben. Halt die große Frage. Wie ich das hier mache. Schild brauche ich eigentlich gar nicht, gell? Ich könnte nochmal Phoenix upgraden. Ich könnte mir nochmal die Geschwindigkeit holen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut jetzt. Versuch's mal so. Also vielleicht doch dem Overlord auch das Damage-Item geben soll, wenn ich drüber nachdenke. Die Distraction flanken. Okay, meine Phoenix in der Mitte sterben einfach, das ist gar nicht gut, weil die Crawler abgelenkt wurden. So, aber jetzt sollte es doch. Halbwegs, ja, hat er ganz gut gemacht mit der Distraction leider. Frage ist halt, ob jetzt noch genug Distraction von mir nachkommt. Sieht gar nicht ganz gut aus, weil auch noch die Panther rumfahren. Ich bin relativ positiv gestimmt, dass das ausreicht. Ja, sieht gut aus. Das sollte GG sein. Good game. Ja, gucken wir uns mal das Battlefield an. Also das Feuer war auf jeden Fall göttlich auf den Stormcaller, weil die ganzen Mustangs immer verbrannt. Vielleicht hätte ich hier noch mehr Range gebraucht auf meinen Phoenix. Also vielleicht, das war, die Phoenix waren schon sein Trumpf irgendwie. Ich glaube, also der Overlord Wespen-Call war offensichtlich auch ganz gut, weil die Extraction ganz gut geklappt hat. Das hat mir die Runde vorher ja verloren, die letzte haben wir gewonnen. Dementsprechend kann es nicht so falsch gewesen sein. Hat er eigentlich das Reichweiten-Upgrade ausgegeben letzte Runde? Das war vielleicht auch ein Riesenfehler von ihm, das könnte durchaus sein. Ja, seine Fortresse, die waren jetzt irgendwie falsch, aber durch die ganze Artillerie und die Phoenix starben die halt dann schon ziemlich schnell, ne? Ich hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Distraction irgendwie hier reinbringen können, aber vielleicht einfach hier direkt mal einen Crawler hinstellen, so als Anfangsablenkung schon. Ich glaube, ich habe auch noch genug Platz gelassen, damit das geht. Ansonsten habe ich Upgrade-mäßig eigentlich nicht viel ausgegeben. Ich hatte überlegt gehabt, kurzzeitig Mechanical Rage auszugeben. Bin ich jetzt im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die wären einfach nur schnell in die Fortress reingefahren. Hätte gar nichts gebracht.
Naja, so ist das halt manchmal, gell? Ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.